Und damit sei gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Englodem zu einem neuen Netztest, zu einer neuen Demo-Version von der Indie Arena Booth 2021 aus Gamescom 21. Wir spielen das Indie-Game Fall of Porcupine, Last Days of Summer. Sorry, wenn ich das ein bisschen falsch ausspreche. Ja. Der erste Trailer, den ich schon davon gesehen habe, hat mir schon wundervoll gefallen. Das ist diese kleine Taube oder was wir spielen hier. Das hat schon einen wundervollen Zeichenstil. Ihr werdet es gleich sehen. Ich würde mal sagen, auf geht's. Starten wir ein neues Spiel. Schauen wir uns mal dieses Spiel an. Netztest. Auf geht's. Hallo, da draußen. Ich hoffe, dir geht's gut und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Auch heute möchte ich dich auf den neuesten Stand bringen, was in Porcupine so los ist. Ich war diese Woche wieder unterwegs und bin vielen altbekannten Gesichtern begegnet. Hey, na, alles klar? Ja, immer doch. Ich muss gleich arbeiten. Wie sieht dein Tag aus? Okay. Unter anderem habe ich am Wochenende bei Gilberts vorbeigeschaut und habe Gilberts neueste Kreation probiert. Hens Stachelbeerbier. Kommst du heute Abend mit? Der Film beginnt um 8 Uhr. Für Freunde von fruchtigen Drinks sehr zu empfehlen. Ist eher was für Feiertage, aber probiere es gerne mal aus. Super, ich habe den ersten Teil letztes Jahr gesehen. Ich liebe diese Zeit im Jahr und du kannst dir bestimmt schon denken, warum. Kannst noch den anderen Bescheid sagen. Ich bringe das Popcorn mit, süß oder salzig. Das Winterschlaffest steht wieder vor der Tür. Die Vorbereitungen sind schon im vollen Gange und ich habe mit der Organisation gesprochen. Einige bekannte Bands sind am Start und auch die lokale Kunst wird vertreten sein. Außerdem gibt es natürlich wieder den großen Eintopf-Wettbewerb. Ich erinnere mich noch an letztes Jahr. Da hat Chloe Colbert mit ihrer Salbeisuppe den ersten Platz abgeräumt. Also pack den großen Löffel ein und probiere dich durch. Dieses Jahr gibt es wieder viele Highlights. Nimm dir ein paar Tage Urlaub und komm vorbei. Leider ist es auch die Zeit, in der die Tage wieder kürzer werden. Gestern musste ich mir das erste Mal einen Pullover überziehen. Verrückt. Gefühlt war es gestern noch Sommer. Aber ich denke, so ist das mit den Jahreszeiten. Man gewöhnt sich zu schnell an die Sonne. Alle aussteigern. Ich muss hier altern. Zum Sankt Ursula kann ich heute leider nicht hochfahren. Da wird gebaut. Hier ist also Endhaltestelle. Okay. Da sehen wir einen kleinen Vogel. Hervorragend. Ein guter Tag beginnt immer mit einer Verspätung. Und ohne Dr. Krukowski, sorry, und ohne Dr. Krukowski, die einem die Hölle heiß macht, oder einer kaputten Kaffeemaschine, die gar nichts mehr heiß macht, wie auch immer, ich muss mich beeilen. Das können wir wahrscheinlich mit VRSD laufen. Ja, und wir spielen natürlich den kleinen Vogel hier. Was ist mit dir hier? Kommst du auch zu spät? Nee, ich bin nur mal hier, um zu zeigen, wie Dialoge bei Fall of Porcupine funktionieren. Ach so, na dann vielen Dank. Kein Problem. Aber ich komme jetzt zu spät. Weil ich an diesem Eheschild noch ein bisschen beschäftigt war. So. Und jetzt konnten wir nicht aufheben. Ah, ein kleines Jump'n'Run hier. Müssen wir über die Baustelle hüpfen.
Aha. Gefährlich. Drückt halt in der Luft. Oh, okay, können wir mal ein bisschen fliegen. Oder auch nicht. Ah, Doppelsprung können wir machen. Hast du schon noch was gehört? Was ist da? Ich glaube, es ist der Kirsch gestern Abend so schlecht. Setz mal einen Kuh auf. Ich kann ein Coping. Aha. Ah, okay, wir können ein bisschen schweben. Was haben wir hier? Diese Haltestelle wird wohl heute kein Bus mehr sehen. Du hast heute Freihaltestelle, genieß den Tag. Ich dann wohl nicht. St. Ursula. St. Ursula Krankenhaus, wir heilen, wenn sie heulen. Guter Spruch. Gar nicht mal so schlecht, der Spruch. Oh, ein Bär. Wer war wohl dieser bemützte Riese? Riesen. Wer war mit diese Mütze Riesen? Okay, eine Sekunde Platz nehmen auf der Bank. Ist nicht drin. Yay. Ein bisschen klatschen. Hui. Hospital. Ich finde dieses oh, nicht generisch. Ich finde dieses generischen Krankenhaus wegweiser faszinierend. Sie stehen an jeder Ecke und zeigen in alle Richtungen. Trotzdem verläuft man sich hier andauernd. Muss frustrierend sein für so ein Schild. Na dann, rein mit uns. Oh, da lösen wir uns Luft auf. Fall of Proserpine. Ich weiß immer noch nicht, wie man es richtig ausspricht. Last Days of Summer. Da sind wir drin im Krankenhaus. Moment mal. Sind sie das Chalk Dogs? Die habe ich als Kind das letzte Mal gegessen. Ich habe gelesen, dass Chalk Dogs seit 8 Jahren nicht mehr hergestellt werden. Der Verbraucherschutz hat sie verboten, weil zu wenig Schokolade enthalten, um sie Chalk Dogs zu nennen. Dinger da drin könnten ein Vermögen wert sein. Ungenießbar, aber wertvoll. Na toll, ja. Das kennt man. Gab es da nicht mal letztens diese Limo-Marke? Ich weiß nicht mal, wie sie hieß, die jetzt Strafgelder zahlen müssen, weil in ihrer Limonade zu wenig Zucker drin ist. Die müssen jetzt mehr Zucker reinpacken oder dürfen sich nicht mehr Limonade nennen, weil dann bestimmt, wenn eine Limonade eine bestimmte Anzahl von Zucker sein muss. What the fuck? Morgen, Ingrid. Du bist erst seit 2 Wochen hier und kommst schon zu spät. So wird das nichts, Junge. Ich freue mich auch, sie zu sehen. Spar dir die Mühen. Dieser Tag. Mies, in meiner Kaffeemaschine ist Schimmel. Und der Snackautomat hat mein Kleingeld gefressen. Ah, jetzt können wir entscheiden, was wir antworten. Wann ist denn hier mal keine Baustelle? Ich habe das Gefühl, dass hier der Stadtteil ist. Die Straßen nur auf, um sie danach wieder zuzumachen. Und dann erzählen sie irgendwas von Glasfaser. Glasfaser braucht denn sowas? Jetzt nicht die maskuline Stimme. Das war ja. Suspekt. Ja, der Mörder sieht ziemlich sass aus. Finde ich schon. Irgendwie, ja.
Pass mal auf, dass sonst nicht heimtückisch ermordet. Der Aufzug ist kaputt. Natürlich. Mal wieder. Ich habe mich zwar oft geärgert, dass ich kein eigenes Auto habe, aber dafür habe ich jetzt stramme Oberschenkel. Noch eine Postermülleimer. EO. Er hat O-Schuss. Okay. Hier ist das Chefarztbüro und die Verwaltung. Okay, und wir sind scheinbar ein Praktikant irgendwie hier. Wir sind ein Anfänger. Scrubs bloß mit Vögeln. Hier ist unsere chirurgische Station. Ich bin hier der neue JD. Ein JD-Vogel. Schön, dass sie es noch einrichten konnten, sogar noch bevor es dunkel wird. Tut mir leid, Dr. Krukowski. Ich habe die Patienten gebeten, nicht zu sterben, bis sie da sind. Das nächste Mal sind sie vielleicht nicht so höflich. Ich werde in Zukunft pünktlicher sein. Pünktlich? Pünktlich. Nun gut, beginnen wir mit der Visite. Wir werden nicht jünger. Wir starten mit Zimmer 301. Bitte folgen Sie mir. Und wer ist die Kuh? Die kenne ich noch gar nicht. Hier werden unsere Dienstpläne ausgehängt. Und der Putzplan. Und jemand will scheinbar sein Fahrrad verkaufen. Ich glaube, ich schaue mir das Fahrrad mal an. Aha. Machen wir mal Visite. Hier liegt Herr Kissinger. Er wurde gestern Abend mit starkem Fieber eingeliefert. Außerdem hat er starke Schmerzen auf der rechten Körperhälfte und einen starken Ausschlag. Wie fühlen Sie sich heute, Herr Kissinger? So weit, so gut, Dr. Krukowski. Ich habe schlecht geschlafen und Hunger habe ich auch. Das klingt doch optimal. Ich hätte mir Sorgen gemacht, wenn Sie hier gut geschlafen hätten. Wie dem auch sei. Mir? Ja. Ja. Was denken Sie? Was ich denke? Ihre Diagnose. Ach so, ja klar. Ich denke, ich komme nicht drauf. Sie kommen nicht drauf? Tut mir echt leid. Entschuldigen Sie sich lieber beim Patienten. Sie müssen wirklich an sich arbeiten, Mia. Ich weiß. Herr Kissinger leidet unter Herpes Zoster. Eine sehr ausgeprägte Gürtelrose. Nicht dramatisch, aber wir werden das Ganze noch ein bis zwei Tage beobachten. Ich wünsche Ihnen gute Besserung, Herr Kissinger. Danke. Wir müssen noch zu zwei Patienten in Zimmer 302. Auf geht's. Der Tag ist ja fast schon wieder vorbei. Okay. Eine Information. Okay. Ich glaube, wir sollten hier nicht am Handy spielen. Guten Morgen, Frau Kasparas. Guten Morgen. Wie wirken die Schmerzmittel? Ja, zum Glück, danke. Die Schmerzen waren wirklich die Hölle. Frau Kasparas kam gestern Abend mit starken Schmerzen im Unterbauch zu uns. Sie hat sich einige Male erbrochen. Auch das Wasserlassen ist beschwerlich. Diesmal sind Sie dran, Finlay. Zu spät kommen heißt nicht, vor der Arbeit drücken zu können. Also, schließen Sie los. Und kommt da noch was?
Sie verstummt wie eine Küchenmaus. Unglaublich, was ich heutzutage Arzt nennen darf. Harnsteine, die Patientin hat Harnsteine. Darüber sollten Sie häufig genug in Ihren Schulbüchern gelesen haben. Kasparas, ich wünsche Ihnen gute Besserung. Rufen Sie die Pflegschaft, wenn Sie etwas brauchen. Ich sehe später noch einmal nach Ihnen. Vielen Dank, Dr. Krokowski. Folgen Sie mir. Letzter Patient, letzte Chance. Ah ja, stimmt, wir haben hier noch einen zweiten in diesem Raum. Guten Morgen, Frau Amit. Wie geht es Ihnen heute? Moment mal, was sehe ich denn da? Ihr Verband ist ja völlig durchweicht. Wann wurde er das letzte Mal gewechselt? Ich glaube, das war gestern Mittag. Gestern Mittag? Finlay, wechseln Sie den Verband sofort. Okay. Verbandswechsel. Behandlung. Versorge deinen Patienten. Drücke und halte dafür die angezeigten Tasten. Achte darauf, dass du nicht mehr Tasten drückst, als angezeigt werden. Sei so schnell wie möglich und lasse zwischendurch keine Tasten wieder los. Ja. W. Müssen wir jetzt gedrückt halten. N. Jetzt kommt die Spritze. C. Tupfer. Und I. W. Machen wir noch gut, oder? Behandlung abgeschlossen. Naja, halbwegs gut. Geht wahrscheinlich noch besser. Wer hat hier gestern Dienst? Mir? Ich habe gedacht, ich wollte ihn ja wechseln. Das Lager hier oben war leer. Ich wollte in den Keller gehen und neue Verbände holen. Dann haben sie es vergessen. Ist es das, was sie versuchen, mir zu sagen? Ich dulde solche Schlampereien auf dieser Station nicht. Dr. Krokowski, es war sicher nur ein Versehen. Das ganze Team tut sein Bestes, aber es ist wirklich viel und... Finlay, Sie halten sich daraus. Reißen Sie sich zusammen, Mia. Sie werden es nicht weit bringen, wenn sie ein einfacher Verbandswechsel so aus der Bahn wirft. Aber ich gebe auch mein Bestes. Dr. Krokowski, jetzt lassen Sie mal 5 gerade sein. Sie wissen doch selbst, wie stressig es hier ist. Auch in der Pflege sind wir ständig unterbesetzt. Die beiden sind neu. Die müssen erstmal warm werden. Das ist keine Entschuldigung. Einen solchen Fehler will ich kein zweites Mal sehen. Und was machen Sie eigentlich hier? Das Materiallager der Station ist wieder leer. Tun Sie also Ihren Job und kümmern Sie sich darum. Die Visite ist beendet. Ah ja, man kennt's. Sympathische Chefärzte. Ich hätte mehr von Ihnen erwartet, Finlay. Wenn das Ihr Bestes ist, dann wehe diesem Krankenhaus. Wollen sich hier noch um Leute kümmern? Eine 303 vielleicht. So, ja, okay. Ihr braucht keine unsere Hilfe. Wo müssen wir jetzt hin? Das ist hier die Frage.
Oder gibt es hier was zu tun? Hier nicht. Okay, das hat sie schon gesagt. Was machen wir nun? Mal angucken. Mit ihr reden. Hey Carl, fand ich super von dir, wie du dich gerade für mir eingesetzt hast. Kein Problem. Warum stehst du hier? Ich warte auf den verdammten Aufzug. Der ist defekt. Schon wieder? Na klasse. Was hast du denn vor? Ich muss zum Zentrallager im Erdgeschoss. Du hast doch mitbekommen, was die Krukowski gesagt hat. Das Stationslager ist wieder leer. Ich muss Nachschub holen. Soll ich dir helfen? Soll ich nicht? Nein. Kannst du den Aufzug reparieren? Nein, aber ich könnte dir tragen helfen. Dann lass uns kein Zeit verlieren. Wir nehmen die Treppe, es sei denn, die ist jetzt auch noch defekt. Was kann denn eine Treppe defekt sein? Du hast keine Ahnung, Kleiner. Fehlen Treppenstufen. 5 Treppenstufen fehlen. Fällst du durch? Richtige Treppe. Im Erdgeschoss war das, oder? Ja. Müssen wir runter. Jetzt aber schnell. Im EO. War das. So E0 wahrscheinlich. Müssen wir runter. Ne? E1 geht und so. Ich brauche nichts aus diesem Regal. Okay. Wo ist das Materiallager? Normalerweise würden die ersten Patienten jetzt zum Mittagessen gehen. Zumindest die, die noch gehen können. Hier ist unser Zentrallager. Mein zweites Zuhause. Auf den ersten Blick chaotisch, aber ich habe mein System. Du hast ein System? Ich habe viele Systeme. So. Ich suche mal unseren Kram zusammen. Halt dich besser zurück, Kleiner. Da drinnen kann sich alles verstecken. Du denkst, du greifst ein Kabel, aber es ist ein Königskobra. Warum haben wir keine speziellen Schlangenhandschuhe? Haben wir. Die sind irgendwo im Zentrallager. Wirklich? Keine Witze. Über Königskobras. Okay. Immerhin ist vor dem Zentrallager keine Schlange. Keine Witze. Lass es hinter uns bringen, Kleiner. Einverstanden. Holen wir das Zeug raus. Rumpel, rumpel, dröhnt. Das ist wirklich eine Menge Zeug. Wenn wir das alles über das Treppenhaus hochtragen müssen, ist der Tag vorbei. Ja, und für meinen Rücken ist dann auch Feierabend. Das Krankenhaus macht mich noch völlig kaputt. Wer weiß, wie viele Jahre mein Körper das noch mitmacht. Wieso fragen wir nicht den Hausmeister, ob sich den Aufzug mal ansehen kann? Den alten Glendower kannst du vergessen. Glaubst du nicht, dass er hilft? Wenn Gregor was anpackt, ist es danach noch kaputt als vorher. Also wirklich wie ein Schnaps. Der Hausmeister. Auf den habe ich noch gewartet. Komm, lass uns wenigstens versuchen. Na gut, aber nur weil wir noch einen Raum weiter müssen. Ich spare mir jeden überflüssigen Schritt. Nach dir. Ah, okay. Einen Raum weiter, wozu der Mist dann? Hallo Glendower. Achso, wegen Hausmeister. Bist du nicht der Neue? Was ist? Könnten Sie den Fahrstuhl für uns reparieren? Nein, ich habe keine Ersatzteile. Du machst das doch sonst auch immer mit Lassoband und Klebepistole. Darum geht es ja auch. Ständig wieder kaputt. Die Arbeit kann ich nicht sparen. Kann ich mir sparen. Lassoband. Hör mal, Gregor, wir brauchen den Aufzug.
Ich brauche meine Zigarette. Ich habe sie verlegt. Und meine Zigaretten ohne mich. Wenn ich Ihre Zigaretten für Sie finde, helfen Sie uns dann mit dem Aufzug? Vielleicht. Vielleicht? Sag ja, du als Christian. Ja, schon gut. Ich war heute Morgen beim Parkplatz am Vordereingang. Ich habe den Müll zum Tonnen gebracht am Hintereingang und habe mir Ihre Kaffeemaschine angeguckt. Da ist aber nichts mehr zu holen. Die müssen also irgendwo dort sein. Bin schon unterwegs. Ich gehe zurück zu unserem Krams. Nicht, dass noch etwas geklaut wird. Okay. Ingrid oder an dem Müllermann. Die Empfangsdame, oder? Das war doch die Empfangsdame. Und die Irrich. Wir müssen eher durch die Vordertür raus. Haben Sie Gregors Zigarettenpackung gesehen? Sein Kippen? Irgendwann fand ich den noch tot in seiner Kammer. Also nein. Nein, er war heute Morgen kurz hier, um sich die Kaffeemaschine anzusehen. Da hatte er seine Kippen noch. Er hat auf jeden Fall gefragt, ob ich Lust habe, in Rauchen zu gehen, am Hintergang. Daher weiß ich, dass ich auf der Arbeit nicht rauche. Dabei weiß er, dass ich auf Arbeit nicht rauche. Sehr vernünftig. Na dann, raus mit uns. Suchen wir mal beim Müll nach den Kippen. Hier waren wir noch nicht. Dann gehen wir mal zu den Tonnen. Für unser Krankenhaus kann mehr von solcher Kunst vertragen. Ich befürchte aber, Herr Heidrich und Dr. Goldschmidt muss die Krankenhausleitung sehen das anders. Trotzdem danke, unbekannter Künstler. Der kleine Igel dran graffitiert. Okay. Hier ist der Müllig. Müssen wir also nochmal in dieser Richtung gucken. Nochmal planschen. Ui, toll. Achso, wo haben wir denn die Mülltonnen? Waren das jetzt schon die Mülltonnen oder? Jetzt sind wir vom Gelände runter, oder? Was haben wir denn hier? Vogel darf nicht links. Okay, Kippen suchen. Vielleicht hier an den Müllermann. Scheinbar nicht. Also vielleicht wird durch die Erde, der hat ja eine Hintertür geraucht. Muss wahrscheinlich eine Hintertür. Durch die Hintertür spazieren. Wo finden wir denn die Hintertür? Die besagte. Das Nordostring. Dich in Tattoo. Ah, hier direkt nebenan. Ah, hier. Der Krankenwagen hat auch schon ein paar Einsätze auf der Motorhaube. Ich glaube sogar die Ausstattung meiner Uni war noch moderner.
und dann könnte man schon von Anziel sprechen. Naja, aber solange er noch fährt, muss man ihn ja nicht in die Rente schicken. Ich mag die alte Kiste irgendwie. Hey, hier sind ja wirklich Zigaretten drin. Sie sehen tatsächlich auch noch ganz gut aus. Der rotbraune Stamm war sicher vorher schon auf der Verpackung. Okay, wir haben Zigaretten. Hat er wohl versehentlich in den Müll geschmissen. So, dann bringen wir mal dem Hausmeister seine Zigaretten zurück. Ich hab dich geraten. Worauf wartest du denn doch? Gib dem Alten, sag was er will. Das wird ja sonst heute nichts mehr. Ach so, er ist da hinten. Herr Gandauer, hallo. Ja, naja. Zigaretten, ich habe sie. Sie waren bei den Mülltonnen. Gute Sache, mein Junge. Und sie reparieren jetzt den Aufzug, wirklich mit dem Lassoband. Tja, da muss mit dem auskommen, was man zur Verfügung hat. Ich frage oben schon gar nicht mehr nach. Die Leitung verspricht einem, sie hätten die Sachen bestellt, aber sie kommen, aber nie kommt was an. Vielleicht hau ich auch einmal ein, zwei Mal kräftig dagegen, das hilft auch meistens. Seltsam. Ich will hoffen, dass ihr mich in Ruhe lässt, wenn der Kasten läuft. Keine Sorge. Danke. Und jetzt wird repariert. Mit Schnur und Notbehelfsmittel. Erfrischend, wenn in diesem Saudan was funktioniert. Ich garantiere für nichts, aber ich denke, wir können den Aufzug jetzt wieder benutzen. Ganz schön luxuriös. Genießt die Zeit. Sie kann schnell wieder vorbei sein. Und wenn es soweit ist, versuche nicht im Aufzug zu sein. Ja, du warst eine echte Hilfe. Solche wie dich können wir in diesem Krankenhaus gut gebrauchen. Ich freue mich, wenn ich helfen kann. Jetzt komm aber in die Hufe. Du sollst dich langsam um deine Patienten kümmern. Sprich mit Dr. Kowalski. Mit Krukowski. Es gibt dir eine Aufgabe für den heutigen Schicht. Wird erledigt, wir sehen uns später. Das wird sich nicht verändern lassen. Können wir die Pakete jetzt nicht noch mit hochnehmen? Tja. Ach, die sind schon oben. Tja, okay. Da sind sie ja, finde ich. Wo haben sie denn jetzt schon wieder gesteckt? Ich habe gerade geholfen, die Materialkisten ins Lager zu bringen. Sie sind ziemlich schwer. Es ist mehr als Großherz von ihnen, finde ich. Aber lassen Sie die Pflegekräfte ihren Job machen. Und konzentrieren Sie sich auf Ihre eigenen Aufgaben. Denn davon haben Sie mehr als genug. Ich habe Ihnen heute 3 Patienten zugeteilt. Schauen Sie auf Ihr Smartphone. Auf mein Smartphone? Testen gerade eine digitale Patientenakte. Vor ihrer Schicht können sie ihre Patienteninformationen herunterladen. Oh, danke. Okay, bin schon dabei. Okay. Neue Daten verfügbar. Und alle Daten herunter. Daten aktualisiert. Aha, in 301 haben wir den Kollegen, in 302 und dann ein P31. P31. Fangen wir damit an. Ist ein Bett unbesetzt? Guten Tag, Frau Delvin. Mein Name ist Finlay und ich bin Ihr behandelter Arzt. Hallo, Herr Doktor.
Mein Name ist Cassia Delvin und ich bin heute Ihre Patientin. Auf eine gute Zusammenarbeit. Ich werde den Bilderbuch-Patienten abgeben. Sie werden schon sehen. Übelkeit, Bauchschmerzen, Muskelkrämpfe. Ich kann Ihnen alles anbieten. Kennis, Partner, Frau Delvin. Lassen Sie mich auch versuchen, meinen Job gut zu machen. Alles klar, dann legen Sie mal los. Diagnose. Findet die richtige Kombination aus Symbolen. Ein blauer Strich zeigt dir, dass ein richtiges Symbol an der falschen Stelle ist. Ein grüner Strich zeigt dir, dass ein richtiges Symbol an der richtigen Stelle ist. Zudem wären richtige Symbole grün markiert, wenn sie an der richtigen Stelle sind. Ein Symbol kann nicht mehr als in einer Kombination auftreten. Du hast 8 Versuche, die Kombination herauszufinden. Was? Okay. Was hat sie gesagt? Kopfschmerzen meinte sie. Es ist jetzt einfach. Oh, okay, das Grün ist schon richtig. Das ist ein richtiges Symbol an der richtigen Stelle. Okay. Nein, verdammt. So wollte ich nicht. Der Fuß. Nein, so ein Rätsel wird das. Oh, okay, nur noch du hast 3 richtige Symbole an der richtigen Stelle. Der Schädel ist. Oh, das ist scheiße. Sekunde. Muss die Störung noch. Auge. Machen wir mal Auge. Yay. Das ist richtig. Knochenauge. Fuß. Der Knochen ist abgeschlossen. B. Ja, gut. Man macht, was man kann. Und was sagen Sie? Ich habe eine Vermutung. Dafür müssen wir noch einige Untersuchungen machen. Es wird später jemand vorbeikommen und Ihnen Blut abnehmen. Und morgen wissen wir dann mehr. Alles klar. Sie sind eine exzellente Patientin. Ich würde Sie bei der Belegschaft weiterempfehlen. Ich danke Ihnen. Dann sehen wir uns morgen. Ich werde hier sein. Ach so, und könnten Sie mir einen Gefallen tun? Was denn? Wenn irgendwo ein Heidelbeer-Pudding übrig bleibt, nehme ich heute Abend gerne 2. Sollte mir ein Heidelbeer-Pudding über den Weg laufen, soll er Ihnen gehören. Perfekt. So, 301 und 302, wenn ich mich richtig erinnere. Dann haben wir jetzt noch Patienten. Dann wird es wahrscheinlich auch noch wird es wahrscheinlich auch schwere Patienten geben. So, wo sind wir jetzt hingefahren? Ins Erdgeschoss. Ich würde gerne in den 300er. Oder sind das hier, sind die alle hier im Raum? SP31. Achso, hier sind 301. Dann gehen wir mal hier rein. Ich wollte schon die Etage wechseln. Wenn wir die Kollegen. Hallo Herr Kissinger, was gibt's Neues? Das frage ich Sie. Sie verbringen gerade den größten Teil meines Tages im Bett liegend. Nichts tun, aus dem Fenster, außer aus dem Fenster schauen. Wussten Sie, dass heute der meteorologische Herbst beginnt? Tatsächlich, nein, das wusste ich nicht. Noch nie gab es im Sommer so wenige Niederschläge wie dieses Jahr. Beruhigend.
Ich habe Schmerzen auf meiner linken Körperhälfte. Und auf der linken? Ja, und ich fühle mich sehr erschöpft. Wenn die Schmerzen nicht wären, könnte ich den ganzen Tag verschlafen. Es tut mir sehr leid, aber es wird Ihnen schon bald besser gehen. Werden Sie noch ein wenig beobachten. Ich möchte gerne Ihren Ausschlag weiter behandeln. Tut das weh? Ich habe schon beim Gehirn starke Schmerzen. Nein, alles ist halb so wild versprochen. Okay, ein kleines Minigame. Ein weiteres Minigame. Achso, ja, hier. Das hatten wir doch schon. Ja. Schnippeti schnapp. So wird geimpft. Behandlung abgeschlossen, C. Ja, da habe ich nicht, habe ich jetzt so weit ein bisschen Glück beim Reagieren. Sorry. So, das war's auch schon. Was sagen Sie? Es ist eine sehr starke Gürtelrose. Wir müssen den Aufschlag weiter beobachten, regelmäßig behandeln. Kreislauf scheint aber in Ordnung zu sein. Alles klar, Ihre Instrumente sind ja ganz schön kalt. Die sind leider immer kalt. Man kann nichts gegen tun. Eines dieser großen Geheimnisse des Universums. Faszinierend. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns morgen. So, haben wir hier Nummer 2 und Nummer 2 noch einen. Sind wir eigentlich in der Visite schon durchgegangen? War das so nicht? Und den Hund, die müssen wir uns hier kümmern um den Weißen, der um den Braun. Donald 2 war der. Der Braunbär. Wie geht es mit Ihnen, Frau Amit? Ach, schon viel, viel, viel besser. Die Schmerzen lassen mich schweben. Das freut mich. Könnte ich denn noch etwas davon haben? Was nicht unbedingt notwendig ist, dann nein. Ach so, schade. Und unter der Hand? Später. Frau Amit. Schon gut. Mein Hausarzt ist da lockerer als Sie. Sie werden keine weiteren Schmerzmittel brauchen. Ich verspreche es. Ich werde mir ganz besonders Mühe mit Ihrer Behandlung geben. Na schön, ich nehme Sie beim Wort. Wieder so ein Quicktime-Event. Das ist N auf der Tastatur. Banner abgeschlossen, C. War nicht schnell genug. Aber hat ja wohl geklappt. So, ihr schafft. Sehen Sie? Hat doch gar nicht viel getan. Ich weiß ja nicht. Ich spüre schon einen Druck am Bauch. Ich wette, das hat sich nach dem Abendessen erledigt. Sie sind der Arzt. Ich schaue morgen nochmal nach Ihnen, okay? Einverstanden. Na, dann haben wir unsere Patienten für heute abgearbeitet. Haben Sie einen Patienten versorgt? Ja, alles erledigt. Ich weiß noch nicht, was ich von Ihnen halten soll. Ihre Leistung ist ausbaufähig. Ich möchte Sie nicht demotivieren. Ich habe ein Auge auf Sie. Morgen will ich mehr von Ihnen sehen, verstanden? Ich möchte Sie nicht enttäuschen, Dr. Krukowski. Sie werden schon sehen, was ich drauf habe. Gehen Sie jetzt nach Hause.
Sie haben morgen Spätschicht. Dann will ich sehen, was in Ihnen steckt. Haben Sie einen schönen Feierabend. Und wir gehen. So. Ab nach Hause. Das ist Etage 1. Ich muss ins Erdgeschoss, ins E0. Sekunde, da war noch was, können wir dann noch nachgucken. Vielleicht habe ich auch mich nur versehen, aber ich meine. Ne, ich habe mich versehen. Sorry. Ne, du bist im Kopf, Katz. Na, auch schon in Feierabendstimmung. Breit für den Feierabend, breit für mein Bett. Was? Nein, 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 du kommst nicht. Du kommst mit in Gilberts und wir trinken ein Bier. Ein Bier? Das wären noch locker fünf. Komm schon, sei kein Spielverderber. Na gut, aber wir nehmen Mia mit. Sie hat einen harten Tag. Hier ist die Frage, ich warte hier. Mia war gerade schon hier und unten auf der Etage. Ich denke, sie wird hier irgendwo sein. Wir gehen Mia gucken. Was ist denn jetzt zufällig Mia? Das Ingrid. Haben Sie Mia gesehen? Mia? Deine nette Kollegin? Ja, genau. Heute noch nicht. Ich sehe sie aber nur zum Hintereingang. Ich glaube, sie droht gerne hin für später, wenn sie Ruhe braucht. Ja. Kommen wir nicht rein. Und da ist sie mir auch schon. Karl und ich wollen noch auf ein Feierabendbier ins Gilberts. Hast du Lust mitzukommen? Ja. Hallo, bist du da? Finlay, lass mich in Ruhe. Ich will nicht mit. Okay. Wenn du es dir anders überlegst, dann weißt du ja, wo du uns findest. Hab einen schönen Feierabendbier. So ein frisch getropftes Bierchen bringt mich immer wieder auf den Teppich. Ganz egal, was ätzend am Tag war. Das ist mein Yoga. Ich habe sogar mal einen Yoga-Kurs gemacht. Habe mich extra in ein Fitnessstudio außerhalb der Stadt angemeldet. War ganz nett, aber ich war nur ein paar Mal da. Der Tag lief natürlich 2 Jahre durch. Aber wenn du die Wahl hast zwischen einer langen Fahrt mit dem alten Dampfbus drüber in die nächste Stadt, bei der Hitze, bei der Kälte, beim Regen, beim Sturm und ein frisches Bier direkt um die Ecke, da fällt einem die Wahl leicht, findest du nicht? Was ist los? Warum so schweigsam? War das eigentlich schon immer so im Krankenhaus? Was, mein Vater? Was, warum Vater? Jetzt habe ich irgendeinen Vater, wie habe ich jetzt? Oh Mann, Leute. Ich lese schon Sachen. Naja, ich bin erst ein paar Wochen da. Und ich falle jeden Abend fix und alle ins Bett. Selbst jetzt kann ich meine Augen kaum aufhalten. Ich habe direkt an der Schule meine Ausbildung in St. Ursula gemacht. Unter Dr. Theobald habe ich gelernt. Der war noch nicht mal Chefarzt. Und wir hatten oben im 5. unser Lehrer. Und wenn ich so darüber nachdenke, ist das alles schon eine ganze Weile her. Es
Gibt es eine Situation im fünften? Gab es. Die wurde irgendwann dicht gemacht. Eine Station. Ich bin. Es ist. Bläuliche, bauliche Menge. Ja. Ein Prosterchen. Verstehe. Was hat sich denn verändert seit damals? Wir hatten den ganzen digitalen Kram nicht. Andauernd die Ärzte ihre Kugelschreiber. Andauernd haben die Ärzte ihre Kugelschreiber in den Zimmern vergessen. Ich hatte eine richtige große Sammlung zu Hause. Und Ingrid hat noch in ihrem normalen Bürostuhl gepasst. Aber hey, die Frau ist spitze. Ja, ich mag sie auch irgendwie. Aber war es genau so stressig wie heute? Puh, schwer zu sagen. Wie gesagt, es ist schon eine ganze Ecke her. Ich weiß noch, dass ich das erste Mal immer sehr platt war. Aber irgendwann ging dieses Gefühl weg. Ich glaube, es ist wie beim Joggen. Irgendwann hatte man den Punkt der Erschöpfung überwunden. Und läuft einfach weiter. Ich hasse Joggen. Ich auch. Ich kann nicht verstehen, dass die Leute sich das freiwillig antun in ihrer Freizeit. Ich wette, die Kowalski tut, ja, joggt gerne. Das sagt halt einiges. Leben. Ich geh mal pinkeln. Tu dir keinen Zwang an, aber beeil dich. Ich will die nächste Runde nicht allein trinken müssen. So, dann gehen wir mal pissen. Alles klar. Oder auch nicht. Wo ist das Klo? Hey Finley, mein Freund. Wer ist dir denn auf den Fuß getreten? Hey, Giordano. Der Alltag. Was soll damit sein? Schon, okay, lange Geschichte. Ich mag lange Geschichten. Ich mag auch meinen Alltag. Weißt du, wir könnten froh sein, dass wir so etwas wie einen Alltag haben. Wie meinst du das? Ich habe heute Mittag den Müll rausgebracht. Dabei ist die Mülltüte gerissen und der ganze Schiff ist über die Hose gelaufen. Unangenehm. Unangenehm. Ja, das stimmt. Aber auch nicht schlimm, oder? Ich denke nicht. Da kann ich doch froh sein, dass dir nichts Schlimmeres erzählen kann. Starke Gedanke. Aber manchmal ist es trotzdem herausfordernd zu einem Alltag. Allerdings, also mach was draus. Ja, jetzt müssen wir mal das Klo finden. Lass mich ruhen, Junge. Okay. Uff, ich liebe Schallplatten. Ich weiß gar nicht genau wieso. Ich höre selten Musik und bin dann digital. Und dieses Kratzen und Rauschen erinnert mich irgendwie an meinen Opa. Immer wenn ich diese Scheiben sehe, bekomme ich nebelige Flashbacks. Eigentlich spiele ich ganz gerne Darts, auch wenn ich selten etwas treffe. Ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel gewonnen. Aber besser als Tischfußball. Das ist auf jeden Fall. Ich hasse Tischfußball. Na, jetzt hoch. Sehr schön. Warum riechen alle Kneipen bloß nach diesem künftigen Zitrusduft? Ich meine, klar, keiner mag den Geruch von Urin. Aber muss man ihn mit etwas noch unangenehmeren überdecken? Ich meine, wenn ich diese künstliche Zitrone rieche, zieht es sich in mir zusammen. Naja, was soll's. Nase zu uns durch. Aufs Klo. Und schon wieder weg. Schon wieder fertig. Die meisten dieser Bücher sind älter als ich. Vielleicht sogar älter als Giordano. Aber fansammelig sortiert, sogar alphabetisch.
Was? Nein, das war schon leer, als du zum Klo bist. Mhm. Verstehe. Ganz sicher. Oh nein. Hinter dir ein dreiköpfiger Stinkstiefel. Was glaubst du, so Zwerg? Nächste Runde geht auf dich. Okay, na gut. Da bist du ja wieder. Giuliano, mach hier noch mal die Luft raus. Der Abend ist gerade, hat erst gerade angefangen. Das St. Ursula ist inzwischen ein alter Name. Der Lack ist ab. Frustrierend. Seit ich denken kann, wollte ich Arzt werden. Aber jetzt habe ich Angst, dass mir der Stress zu viel wird. Dass ich Fehler mache. Oder einfach keinen Sinn mehr sehe in meiner Arbeit. Ach, Papp, du rettest jeden Tag Leben. Nenn mir etwas Sinnvolleres. Spaß beiseite, weitermachen, Junge. Immer weitermachen. Pah. Was ist los? Ich finde, der Junge hat recht. Ja, der Saftladen fällt bei euch zueinander. Nichts kriegt ihr dorthin. Halt die Backen, Ralf. Nö, jetzt sage ich es euch mal. Ich sag euch mal was. Ihr kommt hier rein, beschwert euch darüber, wie hart euer Leben ist und packt euch dabei nicht ein einziges Mal auf eure eigene Nase. Faule, unfähige Säcke, das seid ihr. Ihr könnt noch nicht mal einen Kaktus am Leben halten. Und ihr wollt Leute heimlich Krebs haben? Meine Frau könntet ihr auch nicht retten. Und wieso? Weil ihr alle nichts an dem Burner habt. Deswegen. Wenn es nach mir geht, könnte man den ganzen Laden abfackeln. Ich sitze hier nach einem harten Tag. Keine Ahnung, wie spät wir es jetzt haben. Und bin trotzdem noch fitter als ihr beide zusammen. Ach ja? Und wie kommst du darauf, du alter Saufkopf? Ich werde es dir beweisen. Bums. Bums? Bums, wir spielen Bums. Jetzt. Der Verlierer zahlt den Deckel. Wenn du unbedingt bezahlen willst, dann los. Moment mal. Was ist Bums? Junge, warst du denn nie in einer Kneipe? Also gut, pass auf. Beim Bums zählen wir nacheinander von links nach rechts. 1, 2, 3, 4 und so weiter. Du kannst doch zählen, oder? Ich denke schon. Gut. Allerdings darfst du die Zahl nicht sagen, wenn eine 3 oder eine 7 in ihr vorkommt. Oder die Zahl durch 3 oder 7 teilbar ist. Dann sagst du Bums. Und die Reihenfolge, in der wir zählen, dreht sich um. Und wenn du zählst, obwohl du nicht dran bist, hast du auch verloren. Verstanden? Ja. Es wird nichts. Sind wir verlieren. Okay, dann los geht's. Ich werde mich mal jünger. Los, ich fahre an. 1, 2, Bums! Achso, ich bin wieder dran. 4, 5, Bums, das war falsch, Bums, 8, 9, ha, ja okay, stimmt, scheiße, durch 3, ist durch 3 teilbar. Hahaha, seht ihr, genau, nichts können, seid ihr, kein Wunder, dass die Leute ein paar Kopien sich nicht von euch behandeln lassen wollen. Hahaha. Giuliano, mach mal 10 kurze klar für mich und meine Freunde. Also für mich. 1. Na gut, wie ihr wollt. Ihr habt sowieso keine Chance. 2. Ups. 4.
7, 8, Bombs. 10, 11. Verdammt. Ich bin zu blöd für das Spiel. Ihr habt schon wieder verloren. Wir können die ganze Nacht weiterspielen. Das sehe ich anders, Bursche. Ihr seid an noch grün in den Ohren. Guckt ihr doch mal die rosa Stumme an. Das kann ja kaum über den Tisch gucken. Aber ich kann dir in den Arsch treten. Na komm noch her. Kämpft, 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 kämpft. Oha. Tatsache. Muss blocken. Verdammt. Sorry, nix. Alles klar, Jungs, es reicht. Hört auf mit dem Quatsch. Zwingt mich nicht, meinen Handschuh vom Haken zu holen. Für heute ist Feierabend. Eingehender Anruf. Öffne Smartphone mit I. Ja. Kein Update verfügbar. Guten Morgen, Pina hier. Was treibst du, so Möhre? Was, Pina? Ja, fährst du durch einen Tunnel oder bin ich am Nuscheln? Nuscheln? Was ist los mit dir? Bist du krank? Hast du dir im Krankenhaus ein tödlichen Virus eingefangen? Hast du einen richtig ekligen Aufschlag am Bauch? Darf ich den mal sehen? Nein, alles okay. Ich war gestern Abend im Gilberts. Trinkst? Das wusste ich gar nicht. Scheinbar zu selten. Ich bin echt zerknautscht. Zum Glück habe ich heute Spätschicht. Ich muss mich mal richtig ausruhen. Ach, pipapo. Lass uns was machen. Ich habe schon eine Idee. Wir treffen uns auf dem Marktplatz. Ich muss da noch was erledigen. Uff, okay. Gib mir eine halbe Stunde. Lass mich bloß nicht warten. Bis gleich. Freue mich. Tschö. Aber hier endet diese Demo-Version. Die Demo-Version endet nicht, aber hier beendet dieser Test. Für heute soll es mal gewesen sein, für dieses kleine Netztest, für die Demo-Version. Lang genug war sie. Glaube ich, nach oben so zick gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und wir sehen uns in der nächsten Demo-Version, im nächsten Netztest wieder. Von der Gamescom in die Arena. Bis dann, haut rein. Ciao.